Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Geheimakte Tunguska, wo wir in der letzten Folge auf ein paar geheime Aufzeichnungen unseres Vaters bezüglich einer alten Expedition in die Tunguska-Region gestoßen sind. Man dann versucht hat, uns umzubringen, wir von einem gewissen Oleg gerettet wurden und uns jetzt in Moskau befinden, wo wir uns in einen Zug schleichen sollen, der ein paar entführte Wissenschaftler nach Sibirien bringen soll. Alles in allem also ein ganz normaler Arbeitstag im Büro. Bedauerlicherweise ist die Wache, die von einem unserer Verbündeten hier vor Ort geschmiert worden war, um uns reinzulassen, leider, ich nenne es jetzt an dieser Stelle einfach mal, indisponiert, und deswegen müssen wir uns jetzt so schnell wie möglich eine Alternativroute einfallen lassen. Zum ersten Mal schauen wir in unser Tagebuch. Hier geht's los. In einem Versteck waren Unterlagen von Ninas Vater Wladimir. Demnach war er 1958 auf geheimer Expedition in Tunguska. Die mysteriösen Entdeckungen wie übernatürliches Pflanzenwachstum wurden von oberster Stelle zurückgehalten. Wladimir und Kollege Perez gehen 1977 auf eigene Faust in die Region. Mit schrecklichen Folgen für Perez. Ninas Vater macht sich Vorwürfe. Die Forschung darf nie wichtiger sein als ein Menschenleben. In den Unterlagen befindet sich auch ein Brief von einer ominösen Gesellschaft in Irland. Die Blätter sind aber leer. Der seltsame Kommissar Kanski hat Nina und Max bedroht. Oleg kam gerade noch rechtzeitig zu Hilfe. Er erzählt, dass er Ninas Vater doch kennt. Von einer gemeinsamen Expedition in die Tunguska-Region im Jahre 1958. Und er weiß noch einiges mehr. Ninas Vater könnte an Bord eines Zuges von Moskau in die Tunguska-Region sein. Wurde er tatsächlich verschleppt? Und wenn ja, warum? Nina und Oleg sind nach Moskau aufgebrochen. Sergei, ein schmieriger Kontaktmann von Oleg, vermutet Ninas Vater im Zug. Sein Plan, durch Bestechung einer Wache in den Militärbahnhof zu gelangen, schlägt fehl. Nina ist also auf sich alleine gestellt. So, und jetzt schauen wir mal, welche Optionen wir hier eigentlich haben. Gucken erstmal hier hinten. Von da oben lässt sich das gesamte Gelände überblicken. Ich sollte also aufpassen und mich so unauffällig wie möglich verhalten. Da. Zigarettenstummel? Wenn die alle von heute sind und auch noch alle vom Wachmann stammen, dann sollte er sich mit diesem Zigarettenkonsum mal bei so einer Rekordshow im Fernsehen bewerben. Sehr nützlich, wenn man mal wieder vorm Fenster des Geliebten steht und nicht reingelassen wird. Also dann nehmen wir ein paar von mit, würde ich sagen. Vor allem schon allein aufgrund der Tatsache, dass wir die mitnehmen können, ist es höchstwahrscheinlich eine gute Idee, einen davon unserem Inventar hinzuzufügen. Da sollte ich eigentlich problemlos reinkommen, nach Sergejs Theorie. Und nun? Weiß ich nicht. Von hier aus würde ich tippen 60 Watt. Die Zeitung, was ist daran so besonders? Steht bestimmt viel Interessantes drin, aber ich habe jetzt weder Zeit noch Lust, mir das alles durchzulesen. Der Typ, der den Posten von Sergejs Kontaktmann übernommen hat, sieht extrem durchtrainiert aus. Wollen wir doch mal sehen, ob ich mit ein paar eindeutig zweideutigen Anspielungen nicht doch in den Bahnhof komme. Hallo, schöner Mann. Oh, hallo. So allein hier draußen? Darf ich Ihnen ein wenig Gesellschaft leisten? Von mir aus? Oh, oh, das wird eine harte Nuss. Oha. Sie rauchen wohl ziemlich viel, oder? Ja, ich weiß, es ist ungesund, aber ich kann mir das einfach nicht abgewöhnen. Ich habe schon alles versucht. Deswegen bin ich auch so froh, dass ich hier draußen sitzen kann. Da darf ich wenigstens rauchen. Wollen Sie eine? Ja, gerne. Kann meinen Nerven auch nicht schaden. Innerhalb des Bahnhofs ist Rauchverbot? Absolutes Rauchverbot.
Die lagern da wohl irgendwelche Sachen, die leicht halb Moskau in Schutt und Asche legen könnten. Oh, was denn? Keine Ahnung. Und wenn ich ehrlich bin, will ich es auch gar nicht wissen. Nichtwissen ist manchmal viel angenehmer. Weise Worte. Kann ich mir die Zeitung mal ein paar Minuten ausleihen? Was? Nein, auf gar keinen Fall. Die Krankenschwester ist kurz davor, endlich den Oberarzt rumzukriegen. Bitte was? Sagen Sie bloß, Sie kennen die Sibirien-Saga nicht. Nee, da muss ich passen. Was soll das sein? Der Fortsetzungsroman in der Moskau News. Eine hinreißende Love Story. Seit über 3 Wochen gibt's jede zweite Ausgabe das nächste Kapitel. Und ich vermute, dass die Krankenschwester... Ja, ja, schon gut. Hört sich extrem spannend an. Sind Sie denn bald damit durch? Nein, noch lange nicht. Ich lese absichtlich ganz langsam, damit die Spannung möglichst lange erhalten bleibt. Hab die Zeitung zwar auch zu Hause, aber hier ist ja eh nicht viel los, sodass ich ganz in Ruhe lesen kann. Bin mal gespannt, ob das Komplott der Oberschwester... Okay. Nein, bitte nicht weitererzählen. Mein Arzt hat mir zu viel Aufregung und Dramatik verboten. Sie bewachen den Seiteneingang hier. Gibt's dafür irgendeinen besonderen Grund? Ja, es soll keiner reinkommen. Ach nee, was du nicht sagst. Macht Sinn. Ich flirte mit dir, du Blödmann. Oh, und deswegen hat man extra so einen starken, muskulösen Mann wie Sie dahingesetzt. Was? Meinen Sie mich? Klar. Ich bin mir sicher, die haben vorher lange überlegt, wem sie einen so wichtigen Auftrag geben. Und dann kamen die zu dem Schluss, dass nur sie diese Aufgabe erfüllen können. Durchtrainiert mit einer Ausstrahlung von Macht und Stärke. Ja, da haben Sie wohl recht. Bin zwar erst seit 3 Jahren bei der Truppe, aber habe schon sehr viel erreicht. Klar. Ich als schwache Frau fühle mich auch gleich viel besser, wenn ich weiß, dass ganze Kerle wie Sie unser Land verteidigen. Was ist denn in dem Bahnhof so wichtig, dass für die Bewachung eines Nebeneingangs extra Sie ausgewählt wurden? Eigentlich darf ich das ja nicht sagen. Es ist streng geheim. Aber ich vermute, es geht um irgendeine Geheimdienstsache. Hier laufen massenweise auffällig unauffällige Leute rum. Sie sind doch nicht vom FSB, oder? Ich? Nein, nein, natürlich nicht. Puh, Glück gehabt. Da hätte ich mich beinahe verplappert. Will ja nicht so enden wie mein Kollege. Den haben Sie nämlich gerade mitgenommen. Klar, verstehe ich. Mist, fast hätte ich ihn so weit gehabt. Findest du, ja? Ihr Kollege, wo wurde der denn hingebracht? Kommt der gleich wieder? Ich fürchte nicht. Die beiden Typen, die den armen Kerl mitgenommen haben, sind, glaube ich, vom Geheimdienst. Oh, weswegen wurde er dann mitgenommen? Keine Ahnung, aber da fragt man auch besser nicht nach. Eine falsche Frage zur falschen Zeit und es könnte deine letzte Frage gewesen sein. Wenn die einen erstmal in der Mangel haben, kommt man da nicht so schnell wieder raus. Wenn man überhaupt wieder rauskommt. Vielen Dank für die Informationen. Gern geschehen. Bis bald. Tja, bitte. Mist. Na gut. Dann sehen wir uns wohl doch nach einer alternativen Route um. Das lief ja jetzt nicht so gut. Das Ding ist total eingerostet und unbeweglich. Welche Ähnlichkeit zu Männern seines Alters. Hey. Was schon so ein bisschen, also... An manchen Stellen kommt hier in den Dialogen schon so eine gewisse Männerfeindlichkeit durch, oder? Das Ding ist total verrostet. Die Kurbel lässt sich nicht bewegen. Verrostet, ja? Okay. Die Rostlaube ist in einem echt erbärmlichen Zustand. Kann man die vielleicht öffnen? Das Ding würde sich wahrscheinlich selbst mit Rädern nicht mehr bewegen. Ohne Räder wird's wohl extrem unwahrscheinlich. Und ein Schutthaufen, okay. Dreck, Unratzeugs. In Fachkreisen auch Gerümpel genannt. Na, dann wollen wir mal ein bisschen im Dreck wühlen. Super, eine verrostete Mutter und ein undefinierbares Ding aus Eisen. Welche Freude. Ja, was meinst du, wie ich mich erst darüber freue, Nina? Das ist wirklich ein relativ undefinierbares Ding aus Eisen. Solange der Arbeiter wegschaut, nutze ich mal die Gelegenheit. Mal sehen, was russische Bauarbeiter so frühstücken. Ein Gummiband. Ein dickes Gummiband. Ich hab ein knallrotes Gummiband. Oh, eine Zwille draus. Hey, eine Zwille.
Damit haben wir als Kinder manchmal auf Dosen geschossen. Dann natürlich der Stein drauf. Die Zwille ist geladen und einsatzbereit. Sehr schön. Ich weiß zwar noch nicht so ganz genau, was wir damit vorhaben, aber wir haben sie auf jeden Fall schon mal vorbereitet. Das ist doch was. Die Absperrung soll wohl verhindern, dass jemand in den offenen Kanal fällt. Noch mehr Sinn würde sie machen, wenn sie einmal ganz um den Kanal rumführen würde. Na, jetzt erwartest du aber auch ein bisschen viel. Das Demolieren des Arbeitsplatzes ist selten eine gute Idee. Das gilt besonders, wenn der Arbeitsplatz einem kräftigen Bauarbeiter gehört. Okay, okay, ich verstehe schon. Sieh dich erst mal um, Mädchen. Entweder der Stein der Weisen in doppelter Ausführung oder doch nur zwei stinknormale Ziegel. Gott, manche von den Sprüchen sind schon versucht cringe, oder? Stecken wir uns die Ziegelsteine einfach mal in unsere Hosentasche. Wer weiß, wofür wir sie noch gebrauchen können. Nina ist übrigens in Wahrheit ein Time Lord. Ne, die Hosentaschen sind von innen größer als von außen. Ein Werbeplakat der Gartuso Corporation. Tierisch teuer, schlechte Netzabdeckung, mieser Service. Wenn das Ihre Ansprüche an das Mobiltelefonieren von heute sind, gehen Sie zur Konkurrenz. Wenn nicht, kommen Sie zu uns. Gartuso Telekommunikation bietet für jeden Bedarf die optimale Vertragsoption. Individuell zusammenstellbar. Wechseln Sie jetzt. Die sind ja mittlerweile überall. Zu Hause habe ich von denen auch schon Dutzende von Prospekten zugeschickt bekommen. Okay, du meinst also, man sollte sich diesen Namen eventuell notieren, falls er nochmal relevant werden könnte? Weil hinter dieser Gesellschaft vielleicht mehr steckt, als es zunächst den Anschein hat? Man muss ja frühzeitig hier so ein paar Hinweise droppen auch, oder? Ein langer Gummischlauch. Das Demolieren des Arbeitsplatzes ist selten eine gute Idee. Das gilt besonders, wenn der Arbeitsplatz einem kräftigen Bauarbeiter gehört. Okay, dann reden wir erstmal mit dem guten Mann. Der macht einen extrem wütenden Eindruck. Spaß bei der Arbeit sieht definitiv anders aus. Aber warum ist er so wütend? Fragen wir ihn. Hallo, so spät noch am Arbeiten? Ja, lustig, oder? Finden Sie bestimmt ganz witzig, dass ein armer Arbeiter zu so später Stunde noch schuften muss und dann auch noch in der Scheiße anderer Leute rumwühlen darf. Richtig lustig, oder? Ha, ha. Na, Sie sind ja extrem gut gelaunt. Eigentlich wollte ich mich aber gar nicht lustig machen. Wirklich nicht. Oh, Entschuldigung. Ich bin wohl ein bisschen gereizt. Hab heute eigentlich meinen freien Tag und, naja, jetzt muss ich hier Überstunden schieben. Bloß weil dieses Soldatenpack nicht in der Lage ist, eine Klospülung zu bedienen. Sie gehören doch hoffentlich nicht zu denen, oder? Nein, nein, keine Sorge. Gut. Wenn ich den erwische, der mir den Mist hier eingebrockt hat, dem wird anschließend schon schlecht werden, wenn er nur an das Wort Klo denkt. Ja. Könnten wir vielleicht das Thema wechseln? Mein bildliches Vorstellungsvermögen ist recht ausgeprägt und mein Magen erinnert sich gerade, was er zum Mittag hatte. Dann erzählt doch mal. An einem freien Tag arbeiten zu müssen, ist natürlich echt bitter. Das würde mir auch stinken. Entschuldigung, ist mir so rausgerutscht. Hatten Sie denn schon irgendwelche Pläne? Kino, Kneipenbesuch oder so? Ja, ich wollte angeln gehen. Ein paar Bier, die Rute in der Hand. Ja, so einen Freund hatte ich auch mal. Hä? Nichts, gar nichts. Erzählen Sie weiter. Na ja, einen ganz entspannten Tag halt. Aber vielleicht kann ich das ja morgen nachholen. Die müssen nur endlich einmal die richtigen Lottozahlen ziehen. Hm. Das wäre schon hilfreich, ne? Das Auto da drüben, gehört das Ihnen? Nö, steht da, glaube ich, schon seit ein paar Jahren. Keine Ahnung, ob überhaupt noch Teile drin sind. Okay. Diese Lottoziehung, was ist daran so besonders? Die haben da eine Sonderziehung, bei der man so richtig abräumen kann. Wissen Sie, ich spiele seit 20 Jahren Lotto und habe noch nie was gewonnen. Aber heute ist mein großer Tag. Das habe ich schon beim Aufstehen gespürt. Heute hat dieser ganze Mist hier ein Ende. Ich werde mir eine kleine Hütte an irgendeinem schönen Fluss kaufen. Und vielleicht auch gleich noch den Fluss mit dazu. Und dann... Ja, ja, und dann den ganzen Tag die Rute ins Wasser halten, ich weiß. Genau. Das Blöde ist nur, dass man wirklich jede Zahl in der richtigen Reihenfolge haben muss. Wenn die ersten drei stimmen, gewinnt man schon was. Aber so richtig abräumen kann man erst, wenn alle Zahlen richtig sind.
Das heißt, wenn nur eine einzige Zahl falsch ist, kann man im schlechtesten Fall komplett leer ausgehen? Jep. Aber ich werde gewinnen. 4, 5, 6, 5, 4, 9. Mit diesen Zahlen beginnt für mich ein neues Leben. Ich hätte mir die Zahlen notieren sollen, oder? Ich hoffe, die hat sie sich gemerkt. Die Soldaten haben ihnen also den freien Tag versaut? Kamen die denn ganz plötzlich? Nein, nicht ganz plötzlich. Waren schon vor ein paar Tagen angekündigt. Aber dass es so viele werden, hätte ich nicht gedacht. Keine Ahnung, was die hier alle wollen. Die Soldaten überschwemmen das gesamte Viertel und Sie haben keine Ahnung, weshalb die hier sind? Naja, Soldaten laufen ja immer einige rum. Ist ja schließlich ein Militärbahnhof. Aber so viele wie heute waren schon lange nicht mehr. Hab gehört, die wollen nach Novosibirsk. Und was wollen die da? Weiß ich nicht. Die sprechen ja nicht mit uns. Halten sich für was Besseres. Die meisten haben sowieso keine Ahnung. Die führen nur ihre Befehle aus. Sind wohl auch Wissenschaftler dabei, hat ein Kollege erzählt. Und vorhin habe ich große Käfige gesehen. Keine Ahnung, was die damit wieder vorhaben. Käfige? Ja, angeblich sollen ja einige Gefangene in dem Zug sein. Vielleicht deswegen. Käfige für Gefangene? Halten die meinen Vater wie ein wildes Tier? Ich muss dringend in diesen Zug und ihn da rausholen. Klingt sehr danach, ja. Ich werde dann mal wieder. Ja, ich auch. Okay. Theorie. Wir wollen die Zeitung haben, um da die Lottozahlen zu manipulieren, um damit diesen Bauarbeiter hier wegzulocken, damit wir dann runter in die Kanalisation können. Okay. Schauen wir mal, ob wir in der Hinsicht was erreichen können. Gucken wir gerade nochmal, ob wir... Können die Ziegelsteine mit dem Auto kombinieren? Okay. Ich werde mal versuchen, das Wrack mit den Ziegeln abzustützen. Damit wir den Wagenheber rausholen können? Das Ding ist total verrostet. Die Kurbel lässt sich nicht bewegen. Okay, war nur eine Theorie. Total verrostet. Kann ich mit dem... Oh, wir benutzen das Butterbrot als Fett. Gute Idee. Die Butter könnte als Schmiermittel funktionieren. Das Gute ist, dass das Spiel mir ja anzeigt, wenn ich zwei Gegenstände kombinieren kann. Ne, wenn ich hier normal über so einen Gegenstand halte, ist ja nur eine Maustaste hervorgehoben. Aber wenn ich dann irgendwas erwische, wo ich tatsächlich was mitmachen kann, dann sind das ja dann hier so zwei. Das hilft ungemein. Gut, und jetzt habe ich einen Wagenheber. Ich weiß nur noch nicht, was ich damit machen soll. Wenn ich das Licht kaputt schieße. Verdammt, das ist schon die dritte Birne diesen Monat. Welcher Idiot bestellt denn immer diesen Billigschrott? Dabei war die Geschichte gerade so spannend. Das tut mir sehr leid, Mr. Herr Soldat. Hier stehen die Zahlen der Sonderziehung drin. 4, 5, 6, 5, 4, 8. Eine einzige Zahl falsch, da wird sich der arme Bauarbeiter aber ganz schön in den Hintern beißen. Die Zeitung hier. Ja? Kann ich die haben? Mir ist sowieso gerade die Birne um die Ohren geflogen. War wohl schon ein bisschen sehr alt. Und bis die jemand austauscht, vergehen mit Sicherheit ein paar Wochen. Man muss nämlich erst einmal ein Formular ausfüllen, das dann vom diensthabenden Offizier unterzeichnet und ins Ministerium gefaxt wird. Das geht dann durch drei Ausschüsse. Und mit etwas Glück kann ich hier kurz vor meiner Rente noch mal was sehen. Ja, die Wunder der Bürokratie sind international. Was ist jetzt mit der Zeitung? Von mir aus. Danke. Hallo Yushin. Irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Nein, alles ruhig. Okay, cool. Cool, 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 cool. Eine kleine Manipulation der Lottozahlen und schon wäre das große Glück perfekt. Zwar nur kurzfristig, aber ist eine kurze Freude nicht immer noch besser als gar keine Freude? Ein schnulziger Fortsetzungsroman und eine leicht manipulierte Lottozahl.
So einfach kann man zwei Männer gleichzeitig glücklich machen. Na dann bringen wir doch dem guten Bauarbeiter einfach mal die frohe Kunde vorbei. Und zwar in der nächsten Folge von Geheimakte Tunguska. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.